Die Kämpfe gehen ja auch schneller als in Warband. In Warband hat es wirklich ewig gedauert, bis so ein kleiner Trupp gegen einen gekämpft hat. Da kommt immer schön eingreifen und Punkte abstauben. Oh, ich bin am Cap. Ja, sehr schön. Bist du was Tolles? Bist du was Tolles? Nee, bist du nicht. Na, wobei, doch die Kampfskills sind sehr gut. Okay. Also während auf dem Pferd geritten wird, arbeitet der Chirurg am Schienbein. Ja, genau so. Pferde. Pferde. Nee. Teuer. Nee, lass mal. Sollten wir lieber in Dörfern kaufen, wo direkt Pferde im Angebot sind, nicht in Städten. Jetzt, wenn ihr neuen Helden anheuert, immer gleich düpp, 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 ein Pferd mitgeben. Für Geschwindigkeitsboost. Und idealerweise auch noch Ausrüstung, aber da haben wir gerade nichts, was wir abgeben wollen würden. Man kann versuchen, mit dem Bogen zu kämpfen. So. Schade, nichts vorgelesen. Nee, die Stories von den NPCs, die sind nicht so pralle. Und teilweise auch, ne? Also die Hauptstory ist gut übersetzt, ist auch interessant, aber bei den NPCs nicht. Hast du deine Zivilklamotten mal ausgerüstet? Ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe mein Limit überschritten. So besser. Fertig. Okay. Ich habe hier die Kampfausrüstung und hier die Zivilausrüstung. Die Zivilausrüstung ist standardmäßig nur Ramsch. Und man kann auch nicht alles als Zivilausrüstung nehmen. Aber es ist halt sehr wichtig, wenn man in der Stadt unterwegs ist und überfallen wird oder wegen irgendwelchen Quests, die man in der Stadt machen kann oder nur in der Stadt machen kann, dann hat man halt nur das hier zur Verfügung. Das heißt, eigentlich sollte er noch irgendein Schild haben, wobei Schilde dürfen sie, glaube ich, nicht. Aber vielleicht eine bessere Waffe haben oder sehr teure Stoffausrüstung, die dann halt auch praktikabel ist und nicht nur gut aussieht. Sowas in der Richtung. Alles mit. Fertig. So, Krieg ist hier unten. Gehen wir zum Krieg. Auch immer noch die Stadt. Wir waren jetzt einen Monat weit lang weg. Okay. Halten sich hartnäckig da. Also die belagern wohl gerade die Stadt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Letztes Mal habe ich mich hier kurz vom Chat ablenken lassen. Als ich wieder hingeguckt habe, hat uns ein Emir angegriffen. Dann war es ganz knapp. Aber halt in die falsche Richtung. Also kein Déjà-vu hier bitte. Das wird eine Speed-Karawane. Ja, 6,4. Die Kamele gehen echt gut ab. Dass man die nie erwischen kann. Ich höre eine Schlacht. Pause. Da muss ich mitmachen. Die Stadt fällt gleich. Schließt sich der anhaltenden Belagerung an. Sie belagern Quakka. Aaron befiehlt die Belagerung. Das klingt irgendwie unepisch. Der heilige Ritter Aaron. Hm. Sind alle am Bauen.
Ihr könnt stürmen. Ihr habt 7-mal so viele Einheiten wie er. Und wir haben zwei Köcher dabei. Und können alle Pfeile aufheben, die runterfliegen. Aber Aaron ist ein Vorsichtiger. Ihr verschwendet lieber viel mehr Zeit hier, damit die anderen Leute ihre Armeen zusammenziehen und uns überrennen können. Sehe ich auch so. Achso, wenn man es selber steuert, kann man hier auch die einzelnen Sachen bauen, wenn man das dann möchte. Aber so weit war ich noch nicht. Ich habe bisher immer nur bei anderen mitgemacht. Weil eigenes Königreich ging ja nicht. Wegen dem Bug. Und selber... Aber als Vasall hätte ich das machen können, ne? Ja, stimmt. Oh, Lag. Dinge passieren. Ich habe noch keine Crash-Meldung. Jetzt habe ich eine Crash-Meldung. Da. Aaron hat es anscheinend versaut. Autosave. Ja, ich habe mal wieder nicht so viel gespeichert, wie ich sollte wahrscheinlich. Das ist doof. Er lädt den Patch jetzt runter. Also ich deaktiviere gleich wieder Fast Dialog und den Deutsch Patch deaktiviere ich gleich. Oder hat jemand schon Erfahrung mit 1.6 und der alten Version von dem Deutsch Patch, der noch nicht für die 1.06 ist? Müsste ich idealerweise jetzt wissen. Okay. Ich probiere es einmal mit. Die haben Frieden geschlossen scheinbar. Siehe gelbe Truppe. Scheint einen Crash verursacht zu haben. Okay. Das heißt, ich kann es nochmal probieren. Uhr, oh, es geht. Gleich nochmal richtig abspeichern. Ich probiere es dann nochmal. Yeah. Ich probiere es dann nochmal. Und wenn es dann nochmal crasht, dann ziehe ich mich einfach von der Belagerung zurück und gucke, was dann passiert. So, wir sind noch oben. Speichern. Achso, nee, nicht speichern, sondern speichern unter. Hier könnte ich umbenennen. Du siehst doof aus. Nee. Nur, dann ist halt Safe 8. So, wir haben keine Gefangenen mehr. Wir gehen direkt runter, weil wir wissen, dass eine Belagerung am Laufen ist. Rex Holly sagt, ich habe es bei einem Streamer gesehen, dass es läuft, weiß aber nicht, welche Patch-Version von dem deutschen Mod war. Ich glaube, es gibt noch... Ich guck mal ganz kurz. Wally ist schon mal online im deutschen Community-Chat, Discord. Fertige Übersetzung. Ja, es gibt eine. Also es gibt schon eine Deutsch-Patch für 1.06. Lade ich auch schon mal nebenbei runter. Also falls es nochmal crashen sollte und es damit irgendwie zu tun hat, was ich nicht glaube, weil es hier nur Texte sind. Aber dann habe ich schon mal. Und da noch einen Daumen hoch setzen. So, weiter. Also die sind echt flotte Jungs. Sehr schön. Ich höre keine Kampfgeräusche. Aber da ist die Armee. So, noch Stopp.
speichern. Dahin. So. Nee, einfach hier. Und belagern. Und schneller. Okay. Du musst aber die alten Daten vom Deutschpatch vorher löschen. Ah, okay. Und Crash. Also ist noch kein Fenster da, aber es kommt gleich. Ich schaut euch mal auf den Bildschirm. Ja. Und genau das hatte ich halt auch, als ich das Königreich verlassen wollte mit Aeslyn. Okay, den lassen wir wieder weg. Dann wird es jetzt ein bisschen tricky. Native. Ich schmeiße jetzt die Module raus. Die Deutsch-Patch-Module schmeiße ich gerade raus. Dann entpacke ich sie neu. Dip, entpacken nach Mountain Blade Bannerlord. Okay. So. Und den Auto Resort, Quatsch, den Fast Dialog nehme ich mal raus. So. Ich mach mal Safe Mode an, vielleicht hilft das ja auch irgendwas. Ich bleib dabei, Aaron ist schuld. Jo, Aaron ist schuld. Ist quasi ein kleiner Kevin. Immer wenn ich hinschaue, crasht es. Ja. Warum ist es plötzlich laut? Ach so, weil ich im abgesicherten Modus das quasi gestartet habe. Ja, ja, ja. Okay. So. Also dieser Safe-Modus, den man starten kann, ist einfach das Spiel mit Standardeinstellungen. Das wird nicht wirklich viel ändern, denke ich. Ja, mal gucken. Also ist jetzt der neue Deutsch-Patch mit alten Deutsch-Patch-Dateien vorgelöscht und dem Faster D-Log raus. Und das Ganze natürlich in der 1.06-Version. Okay. Blieb. Und nächster Test ist einfach, wir gehen von der Belagerung weg und machen nicht mit. Wenn es dann nochmal crasht, haben wir ein echtes Problem. Das sieht viel besser aus. Hilfe. Angriff. Okay. Ich habe keine Ahnung, woran es lag, aber es geht wieder. Danke. Das heißt, ich könnte Aeslyn theoretisch weiterspielen. Aber nein, die Welt da ist schon verbrannt. Bin die Fraktion. So, hier können wir gerade gar nichts beeinflussen. Weil wir nicht der Commander sind. Aber wir können es schon mal angucken. Boah, wird schmerzhaft, ne? Aber wir haben 700 Mann und die haben nur 100. Das sollte okay sein. Und Quark schmeißt mit 100 Bits zum Cheeren. Dankeschön. Ja. Angriff beginnen. Das sind viele. Es ruckelt. Ich
Nee, ist zu weit weg. Oh, warte. Ja, nee. Hoch. Kein Blumen, kein. So. Besser. Nee, nicht. Wirklich. Wir müssen bei Zeiten nochmal aus dem abgesicherten Modus da raus und das richtig starten, wenn das hier durch ist. Schon alle Plätze belegt, ne? Okay. So, oh, das ist sogar Pfeilköcher. Geil. Okay, das gab's vorher nicht. So, und jetzt müssen wir einfach mal. Ja. Die zeigen sich nicht so gut gerade, die Köpfe. Ah. Da war einer. Okay, wenn ich drei Treffer für einen Soldaten brauche, wird es echt eine sehr lange Belagerung bei 100 Mann. Ich habe wenigstens die Höhe gefunden, wo ich ungefähr hinziehen muss. Da sind auch noch welche. Aber die zu treffen wird noch schwieriger, ne? Ne, geht. Oh, da, das ist super. Ja. Gib ihm. Keine Ahnung, was die Jungs da am besten machen mit dem Rambock und so, aber ich mache hier meine Kills und alles gut. Ich müsste ja eigentlich nur ein Siebtel Kill machen, damit wir hier gut vorankommen. Und das habe ich schon. Sie haben Katapult geschossen. Ah, das ist nicht nett, mit Katapulten nach mir zu schießen. Da ist ein Cluster. Warte, den da nehme ich. So. Jupp. Da sagt nochmal eine Parabelberechnung, ist nicht wichtig in der Schule. Mein Speer ist irgendwie im Weg. Beim Ziel. Nee, ist was anderes, Quarks. Ich glaube, die meisten Truppen sind unten hinterm Tor. Ja, gehen wir mal mit. Ja, wir können oben sehen, wie viele Einheiten die haben. Das ist echt nicht viel. Pfeile holen. Pfeile holen wäre sinnvoll gewesen. Das ist absolut richtig. Die stehen aber gut. Und sie fliehen. Wo auch immer sie hinfliehen, aber sie fliehen. Das war's aber noch nicht. Es müsste noch eine zweite Phase geben. War zumindest in Warband so. Da stürmt man nochmal das Schloss in der Stadt. Wofür ich absolut nicht ausgerüstet bin.
Ist da ein Pfeil oder ein... Ja, vielleicht doch, ist ganz richtig. Dann lasse ich meine Jungs aber vorlaufen und ich spieße dann so ein bisschen drüber oder so. Ist immer noch ein bisschen Lag drin. Ist er der Commander? Nein. Oh, Victory. So, Phase 2. Nö. Nur 9 Tote bei uns. Und ja, shit, es gibt Friendly Fire. So gut bin ich. Hab keinen Kill von mir. Schön, sich hier zu sehen, Markus. Ach, das ist der doofe Aaron. Und es gab nicht mal Freude von ihm, dass er uns gesehen hat, dass wir ihm geholfen haben oder sonst irgendwas. Also kein Ansehen bei ihm. Hemmene, 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 hemmene. So. Und auch keinen wirklich guten Loot. Wir haben gerade eine Stadt erobert. Pff. Alles mit. Genau, ich habe eine 1080 GTX geschenkt bekommen. Vor einer Weile. Ich habe 32 GB RAM und ein i7, der aber ziemlich alt ist. Also der Rechner allgemein ist schon 5-6 Jahre alt. Aber eigentlich mit den richtigen Einstellungen, die wir vorhin hatten, läuft es auch flüssig. Also auch bei größeren Schlachten sollte es nicht so haken wie jetzt. Jetzt hakt es nur gerade, weil ich in diesem abgesicherten Modus bin. So, Kursas ist an ihre Truppen gefallen. Sie können hier eine Garnison stationieren, um sie gegen Feinde zu verteidigen, die versuchen könnten, sie zurückzuerobern. Aber es ist nicht meins. Richtig, aber es sollte jetzt, sobald ich mich bewege... eine Abstimmung geben? Hat keine alle Truppen. Na gut, wir stopp, gehen zum Bergfried, gehen zum Kerker. Wir können ruhig den Rest dann kicken. So, ich wundere mich halt gerade echt, dass nichts passiert ist. Es gab keine Abstimmung, kein gar nichts. Möchten Sie die Entscheidung von Landvergabe an Veteranen lösen? Ich habe keine Punkte. Hier, möchten Sie die Entscheidung von Eigentümern von Kuyazi? Ist das die Stadt, die wir gerade erobert haben? Ich dachte, die hieß anders. Nee, die heißt Kuyazi, okay. Ja. Markus hätte das gerne. Ich speichere das nicht, nein. Das ist Safe Scumming. Hundert. Fertig. Yes! Wir haben unsere erste Stadt. Allererste Stadt. Ich hatte bisher nur eine Burg. Geil. Okay, und jetzt verlassen wir das Königreich und gründen was Eigenes? Nein, okay. Wie viel Geld gibt es? Alter Schwede. Ja, ja. Ja, das ist der Vorteil, wenn man einem Königreich relativ frisch joint, dann ist man der einzige Vasall, der keine Fiefs hat. Also keine Lehnen, keine
Gebiete halt hat. Keine Städte, keine Dörfer, keine Burgen und so weiter. Und wenn was Neues erobert wird, dann ist die Chance relativ gut, dass man das bekommt. Aber jetzt speichern. Jetzt speichere ich, weil es safe ist und so, ja. Wegen Crashes, nicht wegen was anderem. Okay. So, was machen wir jetzt mit unserer Stadt? Also erstmal soll ich wahrscheinlich einstellen, dass Markus ab sofort Gouverneur ist. So sind wir automatisch dann, ne? Wenn wir keinen anderen zuordnen. Okay. Ja, das ist geil. Was ist der Unterschied zwischen Mercenary und Vasall? Der größte Unterschied ist, dass du nur als Vasall eine Armee gründen kannst und auch dann nur als Vasall Leadership-Punkte bekommst. Weil du die nur mit den Armeen bekommst oder fast nur. Wie viel bringt die Stadt? Die Stadt selber bringt 838. Und die drei Dörfer, die dazugehören, bringen jeweils 100 bis 130 rum. Also sind es insgesamt 360, 400, 1200 Gold pro Tag. Und Gomorra spendet 100 Bits für ein neues Gerogonien. Ja. Hallo, Jamon. So, ich würde gerne die Stadt verwalten. Was hat die Stadt denn Schönes? In der Warteschlange ist eine Milizkaserne. Plus ein Bonus auf Milizen. Sie hat schon Stufe 3 Befestigung, das ist super Festplatz. Wir müssen jetzt richtig, richtig viele Einheiten rekrutieren und da reinschmeißen. Ja, das kann jetzt mal so weiterlaufen. Du kriegst Gold von uns. Damit die Sachen schneller gebaut werden. Bam. Gouverneur. Wenn wir keinen Gouverneur... Hat einer von euch schon eine Stadt? Oh, noch 97 Bits von Quarks. Dankeschön. Wenn wir jetzt keinen Gouverneur auswählen, sind wir das, richtig? Das heißt, alle unsere Boosts zählen als Gouverneur? Oder muss ich da jetzt jemanden reinboppen? Das sind die Geschäfte von anderen Leuten. Verbraucher? Ich verbrauche sehr viel Getreide. Nahrung ist plus, okay. Steigert alles sich noch. Das behalten wir mal alles im Auge. Okay. Was für eine Armee haben wir gerade? Oh, warte. Truppen rekrutieren. Wir kriegen nicht alle Truppen von den Leuten da, obwohl das unser ist. Wo kann ich Bergfried? Garnison verwalten. Versteck? Achso, da können wir Items einlagern. Ja, aber Mu hat uns gewarnt, oder mich gewarnt, dass wir nichts einlagern sollten. Aber wenn die Stadt erobert wird, ist alles weg. Es gibt eine Miliz und eine Garnison. Also Garnison sind die, die immer in der Stadt sind, richtig? Und Miliz ist die, die außenrum patrouilliert, um die Räuber wegzumachen und so. Was sie nie tut. So habe ich das verstanden. Laiko sagt nee. Okay, dann Aufklärung, bitte. Wir haben nur 35 Mann da drin. Wir brauchen keine Kavallerie mehr. Die Miliz ist auch in der Stadt. Die Garnison musst du reinmachen. Die Miliz erscheint langsam. Okay. So, alles, was nicht fertig ist, kommt da rein. So. Und die sollen auch leveln. Kann man Schiffe bauen? Nein, noch nicht. In Warband ging das, glaube ich, auch nur mit Mods und sonst später so halb fakig. Leveln die von alleine in der Stadt? Ja, mit den richtigen Gebäuden, die wir, glaube ich, auch schon haben. So, 89 plus 14 ist okay. Was machen wir jetzt mit unserer Armee? Können wir ihr sagen, sie soll in der Stadt bleiben? Nee, ne? Oh, warte. Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Erstmal sieht das hammergeil aus. Bitte. Yes! Der Hut sieht scheiße aus, aber sonst yes! Genau. Genau so muss das sein.
Schön. Haben unser neues Zuhause. Und ja, wir brauchen definitiv mehr Bogenschützen. Ich werde jetzt rumtingeln und versuchen ganz schnell Leute zu rekrutieren. Verlassen, so, ab ins Dorf. Da will auch ein anderer hin. Könnte die Armee hier vielleicht den da angreifen? Okay, nehmen wir die da. Oh, da sollte ich eigentlich mitmachen, oder? Aber dieses Grün, sagt Rex Holly. Ja, das Grün haben wir ja nicht mehr so super lange. Wir haben ja irgendwann unser eigenes Königreich. Das Geile ist nämlich, das hier ist super weit weg von denen. Das heißt, wenn die hier irgendwann keinen Krieg mehr mit Grün haben, dann sind wir hier am Arsch der Heide. Nicht mehr in der Nähe von irgendeinem Kriegsziel, sollten also unsere Ruhe haben. Und wenn wir uns vom Grün lossagen, ist das auch eine Weile weg. Oh, also ja. Bisschen dunkler mit der Hütte. Ja, wir sind leider immer noch in den gesicherten Modus. Machen wir so. Okay. Wenn die das wieder einnehmen, die Gelben. Ja, die Gelben, die werden das wieder einnehmen. Das ist hier schon auf dem Weg. Ich überlege jetzt gerade, ob wir da mitmachen sollten, aber... Oh, der hat 200 Rekruten nur. Rekruten sind absolute... Okay, und wir haben 119 Freiwillige. 39 Bauern. Tavok will aufgeheitert werden, weil er langweiligen Bericht schreiben muss. Tavok, wir haben eine Stadt erobert. Und man kann sie auf den Thron raufsetzen. Und wir verlieren es vielleicht gleich wieder. Ja, ich... denke, ich helfe mit. Ja. Angriff. Oh Gott. Das Dorf hat keinen Thron. Uninteressant. Und Rex Holly meint 2-1 Risiko. Es ist nicht wirklich Risiko. Also es ist risikoreich, was ich gerade tue. Ja. Aber es ist kalkuliertes Risiko. Weil wenn ich jetzt unsere Leute, diese 450er Armee da, gegen die kämpfen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie verlieren. Und wenn sie verlieren, dann ist keiner mehr da, der mich verteidigen kann. Weil die Verwundeten von der grünen Armee jetzt werden sich ja nach und nach wieder hochpäppeln. Und dann können sie weiter darum patrouillieren und feindliche Einheiten von mir abfangen. Hallo, was bedeutet bei den Truppen plus XW? Verwundete. Ja. Wounded. Gut, und ich kann hier nichts kontrollieren. Und alle laufen einfach los. Das ist schon mal super strukturiert von den Leuten. Da ist eine Wand in der Wüste. Das sind Wehrwundete. Ich gehe mal auf den Berg da. Echt ungutes Gefühl bei dem einfach Vorstürmen von den anderen Truppen. Vor allem, weil die da hinten gar nichts. Sind das meine? Vor allem, weil die da hinten gar nichts machen. Ich warte auf einen Flop. Kein Flop. Ah, Flop, okay. Die Reichweite reicht. Kopfschuss. Ja, aber weil der Pfeil so schräg runterkommt, trifft er eher Schulter und Kopf. Ja gut, ein kleines bisschen kann ich die behaken, aber auch nicht wirklich viel.
recht dunkel. Könnte die Sonne bitte schneller aufgehen? Oder geht sie gerade unter? Oh oh. Akku ist gleich alle von den Headset-Dingens. Fliehen die oder ist nur ein Rückzug? Sieht nach Flucht aus, oder? Das wäre geil. Also zumindest kurzfristiges Moralversagen. Ein paar Kills habe ich schon gemacht, alles gut. Die haben sich wieder gefangen oder anderen Befehl bekommen. So, das ist sehr gut für uns. Dass sie halt nur hin und her laufen und nicht wirklich irgendwas töten. Während unsere Einheiten am Töten. Ist das ein großer Punkt da hinten. Das war gerade Verstärkung von denen, hm? Zucken da die ganze Zeit. Könnt ihr euch nicht treffen lassen? Wir verlieren, ne? Ja. Ich habe meinen Teil getan. Ich habe bestimmt 4-5 Leute gekillt und ganz vielen Leuten Schaden verursacht. Lanze leer noch ein bisschen durch. Und dann muss es reichen. Ich brauche einen dritten Köcher. Ja, das Feld ist zu lahm. Das Feld ist viel zu lahm. Wie war das berittene Bogenschützen? Überpowered und so. Wir haben immer noch keine Verstärkung bekommen. Oh, durchbohrten Reit hier. Und durchbohrten irgendwas und wir sind auch durchbohrt. Oh. Müsste noch mehr Verstärkung kommen. Aber das sind miese Zahlen, sind echt miese Zahlen. Ich hätte nicht helfen sollen. Niederlage. Aber jetzt sind es weniger Mann zum Belagern. Ja. Aber die können sich halt wieder hochheilen, ne? Also ein Teil davon zumindest. 123. Aber ich habe nur 100 noch was Mann in der Festung. Das wird nicht halten. Ah, das ist Aaron's Schuld. Die gehen jetzt einfach weiter. Jetzt, oh, jetzt schleifen die mich mit und erobern meine Stadt. Oh, das ist gemein. Ah, das ist eine gemeine Sache ist das. Und ich kann hier mitkämpfen. Also auch nicht mal von der anderen Seite irgendwie einen davon kontrollieren oder so. Das Angebot annehmen. Sowas von annehmen, da reinlaufen. Sie haben nicht genug Männer. Wir brauchen Männer. Dann schleichen wir uns dran vorbei. Rekrutieren. Wie viele Männer brauchen wir, um uns reinschleichen zu können? Oh, Plünderer, vorsichtig. Die brauchen eine Weile für die Belagerung. Das könnte hinhauen. So, reichen 5 Mann für eine Belagerungs-Reinschleichen-Aktion? Wie viel haben wir inzwischen? 156. Hab
ich noch mehr Köche? Ja, warte mal, das Lanze kann hier bleiben, wieder Hakenpfeile da rein. Oh, wie viele Männer braucht man? Kannst du um Hilfe bitten? Ja, nee, ich habe nicht genug Einfluss. Ich kann Rauls Gruppe holen mit 70 Mann. Nee, kann ich auch nicht. Weißt du noch, wie viel Mann ich brauche? Damit ich überhaupt triggern kann, dass ich reinschleichen kann. Dahin. Aber das ist immer so. Sobald man hier recht früh, und ich bin auch recht früh im Spiel, wie lange es geht, normalerweise tierisch lange, wenn man recht früh im Content versucht, eigenes Gebiet zu halten, auch nur als Vasall, ist halt irre schwer. Weil die KI kann sehr schnell rekrutieren und der Spieler halt nicht. Und sobald die KI merkt, dass irgendwo eine Festung ist mit weniger Einheiten, oh fuck, mit weniger Einheiten, dann schicken die alle dahin. Immer noch nicht. Men, oh. Kann ich versuchen, jetzt Frieden irgendwie? Frieden vorschlagen? Das kann keine Option vom König sein. Weil der König müsste keinen König Frieden vorschlagen. Er könnte einfach sagen, ich will Frieden mit denen haben. Und dann würde er Verhandlungen mit denen eingehen. Ach so. Das ist denen Frieden vorschlagen, ne? Einer. Wir sind jetzt bei 10. 10 ist eine schöne Zahl. Wir verlieren Einheiten. Nee. Mausohr, wir sind immer noch bei 153. Ich pingpong hier zwischen den Dingen hinterher, bis ich rausgefunden habe, wie viele Einheiten man braucht, um sie reinzuschleichen. Rede doch mit denen. Nein. Rekrutieren. 12. Nahrung. Oh ja, danke. Ihre Siedlung wieder angegriffen. Ja, ich weiß. Sie wird alles angegriffen. So, 14. Eigentlich denke ich mir, reinschleichen ohne eine größere Truppe ist eigentlich einfacher, oder? Ich bin ja kein Experte oder so, aber das klingt irgendwie nicht richtig. Ding. Ich schmeiß das andere Zeug mal raus wegen eventuell Gewicht. Das festtackern. Dich weg. Fertig. Beim Reinschleichen werden welche sterben eventuell. Ja, aber wenn Markus das alleine machen würde, würde es eventuell gar nicht auffallen. Truppen 500 was? Power off. Okay, warte. Kannst mich doch nicht so hängen lassen. Boah, Stöpsel. Tipp, tipp. Ich hab noch keinen Ton. Aber da steht 500 Truppen plus 86 Verwundete. Wir haben Verstärkung bekommen. Von irgendjemandem irgendwie irgendwo. Das sollte auf jeden Fall halten. Okay, dann habe ich ganz kurz Zeit. Das Spiel ist eh angehalten. Um Bluetooth auszumachen. Statt ohne Secret-Eingang. Mäh, ja. Ah, ich höre was. Aber ist es für euch leise? Nee, ist alles gut. So, ich kann immer noch nicht einbrechen. Wie der Governor der Stadt durchgehend hin und her pingpongt, um Einheiten zu bekommen, um sich reinzuschleichen in seine Stadt, die belagert wird. Und da kommen jetzt wieder 110 von denen. Spiel, lass mir das doch für wenigstens 10 Minuten oder so.
ihre Siedlung wieder angegriffen. Ja, du mich auch. Schön, greif die an. Ja, nein. Wie konnte die so schnell fallen? Wir hatten noch 500 Verteidiger gerade. Keine mehr. Gab aber auch keine große Nachricht wieder, oder? Nee. Aber jetzt komm, Rache. Rache ist Blutwurst. Hier 16 Mann anschließen. Auch wenn der Anführer der Truppe nicht mal ein Pferd hat. Waren das die Verteidiger oder Belagerer? Es war im grünen Feld. Also genauso wie hier jetzt das rot ist, das war im grünen Feld, waren 500. Okay. Ach, Gero, was hast du denn am Montagabend so gemacht? Ich habe immer wieder dieselbe Stadt erobert und bin da rumgelaufen und habe mich versucht reinzuschleichen und ja. Oh. Oh, das könnte aber klappen. Tschakka. So, wir hätten gerne die Kavallerie oder die Kavallerie? Wir kennen die Kavallerie. Ihr habt nur 10 Bogenschützen. Das wird hier eine super Belagerung. Also zumindest in dieser Welle. So, da kommen jetzt ein paar Bewitten, ne? Die nehme ich mit. Boah, guckt euch das da hinten an. Scheibenkleister da. Die haben auch einen höheren Strategiewert. Also die haben mehr Einheiten als wir von ihren 500 nehmen können. Also sind ja 500 gegen 500 gerade. Aber es sind nur 250 jeweils auf dem Schlachtfeld. Aber da sie einen höheren Strategiewert haben, anscheinend der Commander von denen, haben die am Anfang mehr. Ja, bleibt da stehen, ist okay. Ach, Jungs. Wenn ich jetzt falle, ist auch nicht so schlimm, weil ich steuere ja nur ein paar Kavallerietypen da. Und anscheinend hält der grüne Commander nicht wirklich viel von Taktik und Abwarten und so. Die stürmen einfach nur alle vor. Da soll ich nicht weiter reinschießen. Markus, Flanke von rechter Seite. Ja. Ich stürm schon, Dödel. Ich will es mich nicht beachten. Ich bin einer von euch. Nein. Ja, schon wieder auf 10% runtergekommen. Ist doch bestimmt wieder Aaron. Ja. Na gut, gucken wir uns das Ganze von oben an. Aber es sieht mal wieder nicht gut aus. Die Grünen sind irgendwie komisch. Hast du deinen Reiter den Angriff empfohlen? Ja. Einen Ticken bevor er gesagt hat, ich soll die rechte Flanke angreifen und ich bin eh von rechts gekommen und habe Charge gemacht. Und währenddessen ist Rot weiter am Erobern. Ne? So, es sieht noch nicht so super schlimm aus. Vielleicht, wenn die Verstärkung einigermaßen eintreffen, wäre es gut. Also wenn wir die ganze Kladderadatsch hier steuern würden, dann würden wir jetzt unsere Einheiten zurückziehen Richtung unserem Startpunkt. Weil wenn wir dann Verstärkung bekommen, haben wir alle Verstärkungen auf einem Block mit unseren alten Einheiten und können deren alten Einheiten aufreiben. Und dann kriegen sie Verstärkung, aber sie kriegen Verstärkung ganz hinten. Sind also zu weit weg von ihren bisher schon auf dem Schlachtfeld stehenden Einheiten. Das wäre halt sehr praktisch zum Beispiel. Wobei jetzt läuft es einigermaßen so. Die Grünen sind kompakt hinten. Und die kommen alle so peu à peu vor. Wenn die jetzt zusammenbleiben und nach wieder wegschnetzeln, könnte das sogar noch was werden.
Ja, sieht aber nicht besser aus oben. Die Quote. Ja, die haben gerade nochmal Verstärkung bekommen. Ja. Totenzahlen sehen ausgeglichen aus. Der wurde gerade ein bisschen auf. Aber sobald der Pulk da ankommt, ist vorbei. Die hier können wir noch aufreiben, die kleinen einzelnen. Ja. Nee, wir haben mehr Tote. Die haben mehr Kills. Und die Verstärkung ist auch nicht die Bauerntruppe, ne? Also wenn jetzt die ganze letzte Welle quasi nur noch die Rookies gewesen wären, dann könnte man ja sagen, okay, das packen wir noch, aber so wird das nicht. Ragiman, Multiplayer ist nur einzelne Schlachten. Keine Kampagne, kein gar nichts. Ignoriere ich komplett. Ist uninteressant. Schon wieder so knapp wie die letzte große Schlacht. Deren Kavallerie zermürbt jetzt nach und nach unsere kleinen Frickeleinheiten. Ist vorbei. Bist du nicht der Verteidiger? Also rechts in der Statistik. Ja, das ist komisch manchmal. Gerade. Ah, da stimmt, bist du der Verteidiger. Wir haben es gegeben. Also es ist echt gut ausgeglichen. Aber sie hatten halt einen Ticken mehr. Schade. Ja, auch der Rückeroberungsversuch ist leider knapp gescheitert. Metzel, Metzel. Und vorbei. Dam, 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 dam. Fertig. Jo, jo. Wurde gefangen genommen. Ich denke, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Weil gestern ging es mir echt ein bisschen zu lang. Das heißt, ich werde zwischen diesem Stream und dem nächsten, das nehme ich an, ja, weil ich will nicht im Kerker landen. Bloop. Zwischen diesem Stream und dem nächsten, morgen wieder um 20.30 Uhr. Werde ich wieder alle Companions zusammensuchen. Ich werde wieder eine Armee aufbauen. Ich werde auf jeden Fall an Ausrüstung arbeiten. Dass wir ordentliche Umhänge haben, ordentliche Brustpanzer und, und. Und ich werde noch bei den Mods auf jeden Fall installieren, dass man automatisch Essen und Pferde lockt. Und auch sonst nochmal gucken, ob da irgendwas Interessantes bei ist, was man noch gebrauchen könnte. So. Hast du schon den Banner Creator ausprobiert? Macht echt Spaß. Meinst du den? Oder ist das ein Mod? Oder einfach irgendein Tool, womit man sein eigenes Banner machen kann? Ich bin mit dem Rahmen eigentlich ganz zufrieden. Das geht schon. Ja. Dann, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Vielen Dank für die. So eine Karawane, die macht nichts. Okay. Dann vielen Dank für die Bits, für die Unterstützung im Chat und wir sehen uns dann morgen um 20.30 Uhr. Bye, bye.